eine wilde Wiese, eine verwahrloste Wiese, die Bühne, eine wilde, vollkommen verwahrloste Wiese im Herbst. In dem Stück Lupus in Fabula von Henriette Düss geht es um drei Schwestern, drei erwachsene Schwestern, die zusammenkommen, um das Sterben ihres Vaters zu begleiten. Das Besondere an dem Stück ist, dass es die Autorin schafft, über die drei Figuren drei sehr unterschiedliche, aber sehr persönliche Zugänge zu diesem Thema, zu dem Sterben, zu finden. Und mit diesen drei Figuren kann man mitgehen in sehr widersprüchlichen, aber sehr intensiven Emotionen und Gedankengängen. Also wir haben einerseits versucht, einen sehr direkten Ton zu finden. Das ist der live gesprochene Moment auf der Bühne, der sehr konkrete, gegenwärtige Moment. Und dem setzen wir sowohl eine Ton- als auch eine starke Masken- und Kostümebene entgegen. Eine sehr bilderhafte und sehr poetische Ebene sozusagen, in der eben die Momente, wo vielleicht auch die Emotionen höher sind, wo das Thema gewaltiger und größer wird, um dem einen sinnlichen Raum zu geben. Papa mochte das doch, das Meer, also die Ostsee. Wir waren doch jeden Sommer waren wir. Wir waren auch mal in der Nordsee. Ja. Ja, als wäre nichts. Ich habe ihn dann also über die Bettkante rüber, habe versucht, seine Füße auf den Boden zu stellen. Manchmal hilft das.